Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese 5 gemeinsam und es würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Alles, was ihr braucht jetzt, ist eine Häkelnadel und die Wolle eurer Wahl. Und dann starten wir auch direkt. Wir fangen wie immer in der ersten Reihe an mit 30 Luftmaschen. Dafür legen wir den Faden auf die Nadel, drehen es. Ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt häkeln wir 30 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Das war unsere erste Reihe mit 30 Luftmaschen. Und die zweite Reihe zählen wir auch mit. Das müssen jetzt 29 feste Maschen sein. Also wir häkeln mit festen Maschen. Dafür stechen wir in die nächste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden und ziehen durch beide durch. Das ist unsere feste Masche. Und jetzt muss jede Reihe immer 29 ergeben und diese Reihe zählen wir jetzt auch nochmal mit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29. Das heißt, alles richtig bis jetzt. Machen eine Wendeluftmasche. Das machen wir jetzt am Ende jeder Reihe. Wir drehen das Ganze. Und jetzt häkeln wir in Reihe 3, 4 und 5 auch nochmal 29 feste Maschen und beginnen in Reihe 6 mit den Noppen. Am Ende der fünften Reihe angekommen, machen wir noch eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Jetzt fangen wir mit den Noppen in dieser Reihe an. Erstmal 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt kommt die erste Noppe. Falls du noch keine Noppe häkeln kannst, habe ich das Video unten verlinkt. Ganz kurz und ausführlich, wie man eine Noppe häkelt. Jetzt eine feste Masche. Die zweite Noppe. Wieder eine feste Masche. Die dritte Noppe.
wieder eine feste Masche, die vierte Noppe, nochmal eine feste Masche und die fünfte Noppe. Jetzt noch 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir drehen das Ganze. So sehen unsere ersten Noppen aus. Und jetzt häkeln wir in der siebten Reihe 29 feste Maschen und damit das auch 29 ergibt, auch rechts von der Noppe rein und eine feste Masche häkeln und hinter der Noppe bei den zwei Schlaufen, so dass die ganze Reihe 29 ergibt. Und wenn ihr unsicher seid, einfach gerne mitzählen. In Reihe 8 angekommen, fangen wir an mit 8 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe. Eine feste Masche, die sechste Noppe, nochmal eine feste Masche und die siebte Noppe. Jetzt noch 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 und 8. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. Wir sind in Reihe 10 angekommen und diese Reihe wird sich auch wiederholen. Das erkläre ich am Ende der Reihe. Wir fangen an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, jetzt 9 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, die dritte Noppe. Eine feste Masche und die vierte Noppe. Jetzt noch 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir drehen das Ganze. Jetzt häkeln wir in Reihe 11 29 feste Maschen. In Reihe 12 identisch diese 4 Noppen. In Reihe 13 29 feste Maschen. Und beginnen gemeinsam in Reihe 14 wieder. Wir sind in Reihe 14 jetzt angekommen. Die Reihe wird sich auch wiederholen. Das erkläre ich wieder am Ende der Reihe. Wir fangen an mit 19 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19, die erste Noppe, eine feste Masche, die zweite Noppe.
Und noch 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Das war jetzt Reihe 14. In Reihe 15 häkeln wir 29 feste Maschen. In Reihe 16 identisch diese 2 Noppen. In Reihe 17 29 feste Maschen und machen dann weiter in Reihe 18. In Reihe 18 fangen wir an mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die erste Noppe. Eine feste Masche. Die zweite Noppe. Eine feste Masche, die dritte Noppe, eine feste Masche, die vierte Noppe. Eine feste Masche, die fünfte Noppe, nochmal eine feste Masche und die sechste Noppe. Noch 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Wir drehen das Ganze. Und häkeln 29 feste Maschen. In Reihe 20 fangen wir an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7. Die erste Noppe.
eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe, eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe, eine feste Masche, die sechste Noppe, nochmal eine feste Masche und die siebte Noppe. Jetzt noch 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. Wir sind in Reihe 22 angekommen. Diese Reihe wird sich auch wiederholen. Das erkläre ich am Ende der Reihe. Wir fangen an mit 7 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die erste Noppe. Eine feste Masche und die zweite Noppe, jetzt noch 19 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Wir drehen das Ganze. Das war jetzt Reihe 22 mit den 2 Noppen. Jetzt in Reihe 23 häkeln wir 29 feste Maschen. In Reihe 24 identisch diese 2 Noppen. In Reihe 25 29 feste Maschen
Und dann sehen wir uns in Reihe 26 gleich wieder. In Reihe 26 angekommen. Diese Reihe wird sich auch wiederholen. Wir fangen an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe. Eine feste Masche, die sechste Noppe, eine feste Masche, die siebte Noppe. Noch mal eine feste Masche und die achte Noppe. Jetzt noch 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir drehen das Ganze. Das war jetzt Reihe 26 mit den 8 Noppen. In Reihe 27 häkeln wir 29 feste Maschen. In Reihe 28 diese identischen 8 Noppen. Und in Reihe 29, 30, 31 und 32 auch 29 feste Maschen. Und dann sehen wir uns im Abschluss nochmal kurz wieder. Am Ende der 32. Reihe angekommen, machen wir noch eine Wendeluftmasche, schneiden unseren Faden einmal ab,
ziehen es raus und ziehen fest. Und somit ist auch schon unsere 5 fertig. So sieht es vom Nahen nochmal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Bis dahin!